Stalingrad, Januar 1943. Eine ganze deutsche Armee ist geschlagen. Über 100.000 Soldaten der Wehrmacht geraten in sowjetische Gefangenschaft. Mindestens 700.000 Menschen sind auf beiden Seiten gestorben. Die deutschen Überlebenden werden in sibirische Lager abtransportiert, wo unmenschliche Bedingungen herrschen. Es war jedenfalls ein beißender Frost, wo kurzer Aufenthalt im Freien schon genügte, nicht wahr, um sie bei ungeschützten Körperstellen Erfrierungen wegzuholen. Bis Kriegsende geraten im Osten über 3 Millionen deutsche Soldaten in Gefangenschaft. Eingepfercht in Güterwaggons werden sie über das Sowjetische Reich verteilt. Viele Lager liegen im Raum Moskau, wo der deutsche Angriff die meisten Zerstörungen hinterlassen hat. Doch das System der Sowjetlager reicht bis nach Sibirien. In der Heimat erfährt niemand, wohin die Kriegsgefangenen gebracht werden. Die Sowjetführung bezichtigt sie der Mittäterschaft in einem verbrecherischen Krieg. Es war insofern ein schlimmer Krieg, dass wir alles, dass alles überrollt wurde, was sich uns in den Weg gestellt hat. Es wurde keine Rücksicht genommen. Mehr als 5,5 Millionen sowjetische Soldaten geraten bis Kriegsende in deutsche Gefangenschaft. Über 2/3 von ihnen sterben an Krankheiten, Erschöpfung oder Hunger. Es gab auch Kannibalismus. Wir fanden die Leichen der Kriegsgefangenen verunstaltet. Aus ihren Körpern wurden Fleischstücke herausgerissen. Man möchte nicht darüber reden. Das waren furchtbare Dinge. Jetzt sollen die deutschen Gefangenen den Angriffskrieg auf das Sowjetreich sühnen. Leisten Schwerstarbeit in Sibirien bei bis zu 40 Grad Kälte. Wie lange, weiß niemand. Das Allerschlimmste war, dass man rechtlos, wehrlos ist, dass man jeder Willkür ausgesetzt ist, sich schlagen lassen müssen. Das war das Schlimmste. Das Schlimmste war das. Von den Gefangenen aus Stalingrad überleben nur 6.000. Auch die Westmächte errichten Lager für Millionen deutsche Kriegsgefangene. Bei Kriegsende entstehen auf deutschem Boden die sogenannten Rheinwesen-Camps der US-Armee. Die Amerikaner sind auf eine solche Masse von Gefangenen nicht eingestellt. Rund 8.000 Deutsche verlieren hier ihr Leben. Die meisten sind verhungert. Doch ansonsten ist die Versorgung in den westlichen Lagern oft besser als im besiegten Deutschland. Die meisten Gefangenen kommen bald frei. Aus den Lagern der Sowjetunion kehren viele Gefangene erst Jahre später in die Heimat zurück. Die letzten erst 1955. 1,5 Millionen deutsche Soldaten sterben in Gefangenschaft. Wie viele Millionen Soldaten anderer Länder?